Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von New World. Ich hoffe, euch gefallen die Folgen bisher. Ja, wir haben in der letzten Folge ja einiges gesammelt wieder. Wir mussten die Holzbestände auffüllen und konnten somit dann hier eine wiederholbare Quest abgeben. Und ich habe mich nochmal schlau gelesen, wo man denn jetzt hier Hanf findet für Fasern. Und zwar in Graslandgebieten und Waldgebieten. Das hatten wir ja auch schon soweit gesehen. Grasland und Waldgebiete. Ja, nur haben wir hier bisher keine gefunden. Ich will gleich nochmal rausziehen und ja, danach ein bisschen suchen. Die Pflanzen, die haben so einen ja, lilanen Kopf, sag ich mal, oben. So eine lilanen Blüten. Und wir schauen mal, ob wir da jetzt was finden. Und wenn nicht, ist das auch nicht so wild, dann laufen wir halt weiter hier zu unserer nächsten Quest. Hier ist ein Scheißspiel. Also so einen Humor liebe ich ja. So, wir brauchen nämlich diese Fasern, um hier Leinen herzustellen. 100 Leinen ist natürlich ein bisschen viel, aber ich wollte zumindest schon mal gucken, dass wir hier ein paar Fasern ergattern können und dass wir dann zumindest ein paar Leinen schon mal herstellen. So, wir sehen uns hier ein bisschen um. Und vermutlich sind wir vielleicht auch einfach im falschen Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Also bisher entdecke ich hier nicht so wirklich was und ja, wir gehen vielleicht mal in Gegenden auf, wo wir jetzt noch nicht unbedingt waren. Ich glaube, wir werden hier verfolgt. Ja, der hat es auf uns abgesehen. Aber wir flüchten hier gekonnt über die Felsen. So, also bisher habe ich keine gesehen. Gut, Leute, dann laufen wir einfach weiter hier zur nächsten Quest. Ich hoffe, man kann hier über das große, weite Meer schwimmen. Also 600 Meter wären das hier ungefähr, roundabout. Ja, das ist hier so seicht, das Wasser, da können wir sogar laufen. Ja, jetzt wird es schon langsamer. Also es scheint so eher hier wieder das Anfangsgebiet zu sein. Ich hoffe, wir kommen hier halt durch. Okay, jetzt verlieren wir langsam Atem. Okay, Leute, ich halte das für keine so gute Idee. Ja, kommen wir auch wieder an Land, oder? Ja, ich glaube, wir sterben das erste Mal. Okay, Leute, das war nix. ja, wir respawnen in der nächsten Siedlung. Da haben wir ja auch unseren Sitz. So, da sind wir wieder. Ja, die Schritte ins Wasser, wo er noch den Kopf über Wasser hatte, die kamen ja, ja ein bisschen weiter vor als die Schritte, die wir jetzt zurückgehen mussten. Bisschen crazy, dass wir da jetzt gestorben sind. Okay, wir gehen halt einfach hier mal raus aus dem Tor und folgen dem Weg, den ursprünglichen. Also merke, nicht einfach durchs Wasser laufen, das ist keine gute Idee. Ich sehe gerade, dass hier unser Stab schon ganz schön angeschlagen ist. So, erfordert 7,27 Taler und 2 Reparaturteile. Ja, das machen wir mal. So, und jetzt ist er wieder komplett hochgepusht. So, ich will mal gucken, ob wir hier auch richtig laufen. Ja, hier geht der Weg auf jeden Fall runter. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, hier sehen wir die ganzen Zeltplätze von anderen Spielern.
wahrscheinlich die Quest mit den Wölfen gemacht haben, die wir schon hinter uns haben. So, und wenn wir jetzt in andere Gefilde kommen hier, dann finden wir vielleicht auch mal ein paar Fasern. Ich bin gespannt, Leute. Das sieht für mich alles aus so ein bisschen wie Grasland hier und Wald. Aber das scheint es nicht zu sein. So, hier sieht es so aus, als wenn wir rüberkommen. Und notfalls können wir uns hier noch auf die Felsen retten. Ja, was haben wir hier denn? Okay, das wurde entweder schon geplündert oder das ist nur Deko. Ich würde gerne noch mal kurz nach dem Weg schauen. Okay, wir können auch hier unten vorbei auf jeden Fall. Und wir finden hier auch eine Wegmarke, die würde ich noch ganz gerne mitnehmen. Der Vollständigkeit halber. Was haben wir hier für ein Schilfkiemenfolterer? Ja, das hat sehr gut getroffen. Ihr habt es gesehen. Ah ja, die Landmarke haben wir entdeckt. Man merkt auf jeden Fall, die Gegner halten schon einiges mehr aus. Okay, Fernkämpfer. So, und da liegt er. Bisher kein Problem für uns. Und hier gibt es eine Vorratskiste, die können wir plündern. Und wir haben Gebetsperlen bekommen. Proviantkiste. Ja, wir versuchen hier so viel mitzunehmen wie möglich, wenn sich das gerade anbietet und keine Gegner in der Nähe sind. So, jetzt wollen wir aber erstmal zu unserer Aufnahmeprüfung für das Syndikat. Wir sollen hier Abadirs Groll erkunden und sämtliche Beute an uns nehmen. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Wir können ja zwischenzeitlich schon mal was essen für die Erholung und für den Buff. Aber die Scroll. Ich glaube, wir sind angekommen. Und wir sollen hier ein paar Verlorene besiegen. Das Meer ist gegen uns. Und hier haben wir Vorratslager. Wir sollen in Truhen nach Azotöl suchen. Ich bin mal gespannt. Da ist auch noch eine Kiste. Ja, wir gehen nicht jetzt unbedingt zu dem Schiff hier. Da ist schon ein anderer Spieler. Deswegen würde ich hier
Muss mal ein bisschen weitermachen. Ich glaube, das sind auch Verlorene hier. Hier irgendwie Planken in der Hand. Oder, ja, Gewehre sind das wohl eher. Okay, und der zählt auf jeden Fall als Verlorener. Schlammstiefel Seemann. Ja, dann komm mal her. Der ist ganz schön stark hier. Wird auch erst Level 10. Aber auf mich wirkt er, als macht er mehr Schaden als wir. Vielleicht hat er einfach schon eine bessere Waffe. Das kann natürlich sein. Feuersteine brauchen wir erstmal nicht. Kriegen auch für das Töten der Gegner hier weiter Rufpunkte in Königsfels. Ist natürlich auch nett. Das läuft doch schon mal ganz gut hier. Schön, dass man, dass mehrere hier das plündern können. Und wir haben einen Offiziershut des Kämpfens erhalten. Na. Plus 3 Stärke und Geschick. Es ist allemal besser als unser Hut des Duellanten. Und wir haben hier auch schon bessere Stiefel. Ja, gut, dass wir mal reingeguckt haben. Wir brauchen noch einen alchemistischen Katalysator. Ja. Okay, 2 Arzortöle brauchen wir noch. Ich denke, hier ist eins drin. Und dann brauchen wir noch eine Kiste. Ja, es geht echt schnell hier mit dem Dark Shadows. Sehr schön. 2 Gegner noch und dann haben wir die Mission ja auch erfüllt. Dann brauchen wir nur noch einmal Arzortöl, aber ich denke, das kriegen wir schnell zusammen. Müssen halt nur eine Kiste finden. Ah ja, da ist schon eine. Ich bin immer einen Ticken zu spät dran. So, schön, Leute. Wir sollen jetzt wieder mit Giles Tweet sprechen, wenn man das so ausspricht, ich weiß es nicht. Der ist wieder in der Stadt.
Und jetzt hätte ich mir so eine Art Ruhestein gewünscht. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Wenn, dann wurde das auf jeden Fall noch nicht ausführlich erklärt. Sonst hätte ich das bestimmt irgendwo gesehen. Können wir die noch plündern? Nee. Da liegt noch was. Können wir das nehmen? Nö. Okay. Ich laufe mir hier noch so ein bisschen ins Grasland rein, in der Hoffnung, dass es hier vielleicht irgendwo Fasern gibt. Also wirklich alles andere findet man hier. Holz, Steine, Fleisch, Leder. Schade, dass hier Fasern so ein bisschen Mangelware sind. Kräuter finden wir auch. Oregano und Eisenkraut. Ja, Hauptsache die Erntearbeit geht ein bisschen hoch. Ich habe gelesen, dass man ab Stufe 50 Erntearbeit dann zum Beispiel auch nach Hanf Ausschau halten kann. Dann wird das oben auf dem Kompass angezeigt. Aber bis wir Stufe 50 erreicht haben in der Erntearbeit, das wird noch ein bisschen dauern. So, alles klar. Jetzt haben wir schon mal Stufe 11 erreicht, das ist ja auch schon mal was. Nur hier sind zwei Gegner. Gut, kümmern wir uns mal um die. Nadir. Ja, das klappte doch ganz gut. Das mit zwei Gegnern gleichzeitig aufzunehmen hier. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, ob der Feuerstab die richtige Waffe für uns ist. Aber ich glaube, das bedarf einfach nur ein bisschen Übung. Und dann geht das schon recht schnell von der Hand. Man muss halt immer dran denken, dass man sich zusätzlich auch bewegen kann, dass man nicht stillstehen muss, so wie in anderen Spielen, und per Tastendruck die Fähigkeit aktiviert. Und wenn man dann läuft, dass die halt wieder abbricht, das ist hier nicht so. Finde ich ganz angenehm, denn das macht bringt ein bisschen mehr Tempo hier ins Spiel. So, dann laufen wir über den Steg hier. Und vielleicht finden wir ja auch noch die ein oder andere Kiste. Nee, sieht nicht so aus. Hallo Games TP. So, und da oben sehen wir schon wieder den Turm der Stadt Königsfels. Ja, da wollen wir hin, um die Quest hier abzugeben. Ich würde gerne noch mal gucken, was haben wir denn hier als Questbelohnung überhaupt? Ein bisschen Farbe, gebranntes Lila. Ein paar Taler, ein bisschen Ruf, ein paar Erfahrungspunkte. Das Übliche. Aro von Perlmutt. Was sind das hier? Ah, auch Büsche, okay. Ich dachte schon, der hat hier Fasern erspäht.
Und es scheint Nacht zu sein, aber wir können trotzdem auch sehr gut gucken. Nicht so, dass der Tages-Nacht-Zyklus hier so ist, dass man dann die eigene Hand vor Augen nicht sieht. Das gibt es ja auch in einigen Games. Baumfeld. So, und wir sind wieder in Königsfels. Und hier vorne haben wir direkt den Questgeber. Und da spazieren wir mal hin. So, was hast du uns zu sagen? Ich muss Abadirs Vorrat an alchemistischen Waren loben. Wir Alchemisten horten gerne diverse Chemikalien. Das Katalysepulver, das du mitgebracht hast, können wir gut gebrauchen. Woran ist das Syndikat interessiert? Azot an diesem Ort, an den Kräften des Azot und daran, was diese Insel unsterblich macht. Dein Können und dein Verstand passen gut zum Syndikat. Dankeschön. Willkommen in unseren Reihen. Ja, das war jetzt so unsere Aufnahmeprüfung scheinbar. So, wir haben gebranntes Lila bekommen. Ich grüße dich, Sucher der Wahrheit. Außenpostensturm beitreten, oder warum hast du mir die Farbe gegeben? Welche Farbe? Oh, der Syndikatfarbstoff. Ja, damit kannst du deine Stiefel lila färben. Ah, danke. Offene Fraktionstafel, dann gucken wir hier mal. Okay, wir fangen als Adept an. Dann gibt es den Skriptor bei 3000 Ansehen, den Chronist bei 11.000, den Kabbalist bei 26.000 und die letzte Stufe ist hier der Alchemist. Und man kann hier dann auch mit den Marken wahrscheinlich Belohnungen kaufen. Ja, einmal mit diesen Marken und zusätzlich wird noch ein bisschen Gold verlangt oder Taler, wie es hier genannt wird. Ja, hübsch, hübsch. Natürlich auch blöd, wenn nachher alle so rumlaufen, aber gut, das lässt sich ja nicht vermeiden. Hier haben wir schon lilane Klamotten nachher als Alchemist. Hier gibt es noch blaue teilweise, blaue und grüne. Ja, nett. Okay. Ja, wir können ja mal ein paar Ertrunkene töten. Ich würde die dann ganz gerne hier nochmal... Achso, ist schon angeheftet. Syndikataufstieg, ah ja. Erfülle Mission am Fraktionsbrett und melde dich dann beim örtlichen Magistrat. Erfülle eine Fraktionsmission von der Fraktionstafel. Okay, das ist quasi jetzt auch die Hauptquest, die uns so ein bisschen weiterleitet. Ja, gut Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein und dann sehen wir mal, dass wir ein paar Ertrunkene in dem Gebiet der Dolch töten. Bis dahin.